Und willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren CSGO Overwatch-Fall hier auf diesem Kanal. Ich habe jetzt heute was richtig Fettes gestartet und konnte es aber noch nicht ganz fertig machen. Also ich wusste vor einer Stunde, das wird nicht ganz reichen bis zum Stream. Der ist ja heute wieder um 18 Uhr, deswegen wollte ich geschwind da noch. Geschwind, einfach, dass ich für heute was habe und Overwatch aufnehmen, ja. Und aus geschwind sind jetzt 7 Overwatches geworden, nein, 8 sogar. Ja, 8, das ist das 8. jetzt hier gerade. Und dabei habe ich, also dabei hat sich gezeigt, dass zumindest bei diesen 7 Fällen, die ich mir bis gerade eben angeschaut hatte, in 6 von 7 Fällen Mirage am Start war und auch wirklich die krassesten Böcke. Also einer hat gespinbottet und die anderen haben halt einfach alle offensichtlich reingewallhackt und hatten dann auch noch Emo-Unterstützung an. Einer, ein Fall war auf Nuke. Der war aber auch gehackt. Also ja, heute nur Hacker und ja, in 6 von 7 Fällen auf Mirage. Und jetzt der 8. Fall ist auch wieder auf Mirage. Kann es sein, dass Mirage so ein bisschen, ja, das zweite Rang abläuft, was diese Sache der krassesten Cheater-Map angeht? Ich denke, wahrscheinlich ja, weil halt auch viele sagen, das 2 spiele ich nicht, da hacken so viele. Ne? Also spielen sie woanders. Und das sagen sich die Hacker wahrscheinlich auch, dann spielen sie auch woanders. Weil, also Mirage ist jetzt wirklich gerade so das absolute Hack-Dreck-Mäppchen. Ich weiß nicht, wie die letzten paar Overwatches ausgefallen sind, also die ich auch hochgeladen habe, was für Maps wir da so hatten. Aber wie gesagt, heute jetzt von 8 Dingern 7 Mirage-Spiele. Hier habe ich jetzt noch nicht reingeguckt, ich weiß nicht, ob jetzt Hacks oder sowas am Stiesel sind. Wir gucken uns die ganze Sache natürlich mal ganz genüsslich an. Ihr schreibt, sobald ihr Zeit habt, einfach in die Kommentare, sobald ihr wisst, was es wohl ist, in die Kommentare, ja, also auch wenn ihr nur eine leise Ahnung habt, könnt ihr da einfach gemütlich reinschreiben. Ich spule ein bisschen, bis er an seiner Pose steht. Okay, er geht Mitte, mit einer Scout. Und der Upper Mid war wahrscheinlich da angesagt, ne, der Kollege hat schon gefightet auf Mitte, unten steppen einige. Also sie haben nicht gesteppt, hörbar. Aber da kommen jetzt 3 Stück. Achtet genau auf seine Bewegung, weil ich hatte nämlich im zweiten Fall hatte ich einen, bei dem dachte ich kurz, oh ja, der ist clean. Ja, weil der hat wirklich Runde um Runde recht normal gespielt. Und dann hat er aber immer mehr seinen Wallhack gezeigt. Also er hat wirklich, also am Ende hat er das komplett aufgegeben und hat einfach komplett durch die Wände geschaut. Aber anfangs hat er wirklich geguckt, dass er das sehr raffiniert macht. An Ecken, an denen man so oder so stehen würde, an die man eh aimt und sowas. Also da, ja, hätte er mich fast an der Nase rumgeführt, aber er hat dann einfach immer offensichtlicher reingewurschtelt. Er legt hier sogar seine Mate. Das gibt's doch gar nicht. Gut, doch gut. Also jetzt bin ich ja mal, bin ich mal gespannt, was er da so treibt. Also Upper Mid, den hat er eben noch getroffen, kann das sein? Oder war das sein Mate? Ah, okay, der ist jetzt auf jeden Fall weg. Nicht? Oh, hat er die zu lasch geworfen? Der ist weggerannt. Ja, sehr gut. Also, oh. Er rechnet wohl noch damit, dass der Lowbob oben steht und wir den abfackeln, aber der hat sich schon von dannen gemacht. Ja, also B kommt. Gerade eben, der Look von ihm, da war auch ein bisschen, ne, dieses, oh, ich guck einfach mal komplett durch die Wand darüber. Ja, ist jetzt eine Unterstellung von mir. Muss nicht zwingend sein, aber ja. Voll in die Rübe. Holla die Waldfee. Benjo chillt. Der Smoke da drüben ab. Mal gucken, ob sie jetzt direkt, oh, sie explodieren drauf. Ich denke, dass die Elo hier insgesamt etwas höher ist, als sonst die Fälle, die wir haben. Im Schnitt haben wir wirklich so gefühlt zumindest so Silver Place. Und dann nicht draufgegangen wird. Oder nur einzeln. Alle sterben so Stück für Stück. Und hier wurde jetzt sogar eben eine Waffe gedroppt. Unglaublich. Mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Ja, wie gesagt, ich habe mich an was Großes dran gesetzt. Endlich mal wieder. Und wusste aber halt vorhin direkt, dass es nicht ganz passen wird. Und ich will nicht irgendwie sparen an einem. Oh! An einem größeren Video, da, ne, sonst reden wir am Schluss nur auf, wenn dann doch irgendwas aufgrund von Zeitmangel oder von Zeitdruck dann fehlt oder nicht so geworden ist, wie ich das gerne gehabt hätte. Ich meine, perfekt wird es eh nie, aber ihr wisst, was ich meine. Darum werde ich jetzt auf morgen dann lieber noch ziehen und morgen noch ein bisschen dran wurschteln. Jetzt haben wir eh dann gleich den Livestream und dann bin ich auch so, dann ist alles so knapp. Dann hätte ich die Thumbnail dafür auch wahrscheinlich nur ganz, ganz knapp schnell hinhudeln können und dann wäre das alles nicht so, nicht rund gewesen, ne? Deswegen ein kleines, aber feines Overwatch. Auch wenn es gestern ja eigentlich, nee, vorgestern eigentlich schon eins gab im Giveaway. Aber ja, das ist einfach der schnellste Content, den man machen kann. Und der trotzdem den ihr gerne schaut. Also von daher perfekter Kompromiss.
Kita. Heißt der Kita, der da oben? Ne, Kite. Kita. Also da kommt jetzt die Bombe noch nachgerödelt. Pass mal auf, wo er so hin aimt. Und wie er predicted. Habt ihr da schon irgendwie eine Ahnung? Ob er wohl ein bisschen Vision hat oder sonstiges? Könnt ihr, wie gesagt, gerne direkt, sobald euch der Gedanke in den Sinn kommt, einfach in die Kommentare reinhasseln. Ich musste ein bisschen schmunzeln beim Giveaway jetzt dann von vorgestern. Es kamen wieder einige, also einige tatsächlich neue. Wir haben schon Giveaways gehabt, da waren wir einfach nur intern. Das hat irgendwie kaum einer anderer mitbekommen außerhalb. Aber da kamen jetzt wieder ein paar ran. Und ja, man merkt halt einfach instant die Geier. Ich habe ja in dem Giveaway wieder eine Aktivität, also einen Aktivitätstest eingebaut. Und ganz viele, die das einfach gar nicht verstanden haben, die das gar nicht, die Videos halt nicht schauen. Und dann war wieder so ein richtig dreister Kackleuch dabei, der einfach dann danach ganz viele Videos durchgeklickt hat. So blop, 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 blop. Und überall stellen Kommentar hin. Ne? Und man kann halt sehen, ne, wie lange geschaut wurde und so weiter. Und ja, das sind dann natürlich dementsprechend absolute Minuspunkte. So jemand kann direkt nicht gewinnen. Wenn er mich an der Nase herumführen möchte, ne, das ist ja direkt Verarsche. Und so jemand fliegt natürlich sofort raus. Also der steht gar nicht erst auf der Aktivitätsliste. Aber ja, dieser Aktivitätstest, den wir früher eigentlich immer gemacht haben und einige immer wieder, also einige von euch auch ab und an mal erwähnt haben, nicht immer wieder, aber ab und an danach gefragt haben, ob ich sowas nicht mal wieder reinmachen möchte in den Giveaway. Ja, ihr hattet recht, es ist wirklich sinnvoll, das zu machen, um genau zu gucken, wer schaut denn wirklich die Videos auch ganz an oder das Giveaway-Video ganz an, obwohl ich es ja extra in dem Ding sage, ne? Es gibt so viele Kackboys, die das nicht machen. Und dann aber trotzdem meinen, ja, ich bin voll aktiv. So, Jungs, Deckel drauf. Streamy Bambini geht gleich los. Hallo, ist 18 Uhr, bitte. Bitte können wir das hier über die Bühne bringen, geschwind. Achso, habt ihr euch euer Urteil schon gedingelt? Wer macht? Oh, das war knapp. Also ich weiß schon, was ich hier drücke oder nicht drücke. Beziehungsweise ob ich hier etwas drücke. Und was ihr macht, ja, wie gesagt, sehe ich ja dann in den Kommentaren, Leute. Dann sehen wir uns gleich im Livestream. 18 Uhr geht's los. Heute ist der vorletzte Tag für die Gloves. Ne? Heute nochmal Bubble Dollar sammeln. Morgen ist der allerletzte Stream, wo man für die Gloves dann reinentern kann. Also am besten heute schön antanzen und sammeln. Sammeln, sammeln, sammeln. Haut da rein. Bis gleich. Danke für die Kommentare. Danke fürs Zusehen und so weiter und so fort.